Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Ja, unsere zweite Sommerpause ist etwas länger ausgefallen, ist jetzt beendet. Ganz ehrlich, bei der Hitze hatten wir auch keinen großartigen Bock, irgendwas zu machen. Nichtsdestotrotz, wir sind zurück, heute mit einer Hähnchenbrust Parmesan. Schaut's euch an, viel Spaß! Kühnes Kochkanal. So, das sind die Zutaten für unsere gefüllte Hähnchenbrust Parmesan. Wir haben hier zwei Hähnchenbrustfilets. Da schneiden wir gleich eine Tasche rein. Unsere kleinen Kartoffelspalten, die haben wir schon mal fix und fertig gewürzt mit Kreuzkümmel, Paprikapulver, Cayennepfeffer und Salz und natürlich etwas Olivenöl noch. Dann brauchen wir noch Parmesan, Pankomehl, Salz und Pfeffer, Serrano-Schinken, etwas Tomatenmark. Wir haben hier jetzt Büffelmozzarella. Ihr könnt aber auch stinknormal nehmen, den hatten wir leider gerade nicht im Haus. Fürs Gemüsebett brauchen wir noch Paprika, Knoblauchzehen und zum Schluss Tomaten. Ja, wir schneiden jetzt wie gesagt die Tasche rein in die Hähnchenbrustfilets und dann sehen wir uns gleich wieder. So, als erstes reiben wir ein bisschen Tomatenmark in unsere Tasche. So, ich denke, das langt. Das langt. Dann Füllen wir mit unserem Büffelmozzarella. Den habe ich so zerpflückt irgendwie. Irgendwie. Ja, kriegen wir noch zu? Ja. Ja, geht noch. So. Jetzt mit unserem zerfledderten Schinken. Ja, wir haben leider keinen frischen mehr, keinen frischen. Na, vom Italiener halt, ne? Ja. Die machen alle Urlaub. Ja, und die Dinger waren halt ein bisschen schwer auseinanderzunehmen, aber ich denke mal, das klappt. So, jetzt würde ich das Ganze panieren wollen. So, da haben wir natürlich im Vorspann das Ei vergessen. Stimmt. Wartet. Ja, siehst du, und hier geht der Schinken nicht komplett drumherum, aber ich denke, das kriegen wir hin. Ja, der kommt ja nachher aufs Brett drauf. Genau, so, jetzt nehme ich. Ups. Ja, muss schon mitkommen mit deinem Film. Das geht nicht so, wie ich mir das denke. So. Es wird paniert. Was hast du hier alles reingetan? Pankomehl? Pankomehl, Parmesan, Salz und Pfeffer. Genau. So. So wird dann auch unsere zweite paniert, die dann hoffentlich hübsch aussieht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, unsere Hähnchenbrüste sind jetzt paniert, kommen auf das Gemüse-Kartoffelbett. Ofen haben wir auf 180 Grad Ober-Unterhitze eingestellt. Und ich denke mal, wir brauchen mindestens 30 Minuten. Ne? Nee, 40 Minuten sogar. Gut. 40, 50 Minuten und danach schauen wir mal, wie es weitergeht. Zwischendurch legen wir eventuell unsere Tomaten noch mit dazu. Aber das ist kurz vor Schluss, ich sag mal so eine Viertelstunde vorher. Gut, dann sehen wir uns auch wieder. So, nach 30 Minuten sehen unsere Hähnchenbrüste so aus. Wir haben jetzt die Tomaten noch mit zugegeben und schieben das nochmal für circa 15 Minuten in den Backofen. Ja, Freunde, wie ihr gesehen habt, leckeres Ofengericht. Kann man mal machen, oder? Aber das Leckerste daran, wie immer, die Kruste. Diese Parmesankruste, einfach herrlich. Es ist ja ein bisschen was übergeblieben bei uns. Kommt dann auf dem Herd,
kleines Tellerchen zum Naschen. Ich habe nicht die Tomaten genommen, nicht die Kartoffeln. Ich habe einfach nur diese große Panade genommen. Kruste. Kruste ist es gewesen. Okay, also wenn ihr drauf Lust habt, probiert es auf jeden Fall aus. Ihr werdet es nicht bereuen. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Darüber würden wir uns sehr freuen. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin, schönen Sonntag noch. Tschüss. Kühnes Kochkanal.